schon mal richtig gestritten im Internet, auf Facebook, bei WhatsApp oder in anderen Internetdiskussionsforen. Und zwar so, dass man nachher nicht mehr so richtig wusste, wie es dazu kam und warum man so richtig stinkig geworden ist. Wir haben hier ein Beispiel. Person A hat auf Facebook gepostet: Ich war heute das erste Mal nach längerer Zeit wieder joggen und es war einfach super. Ich kann mir bei dem Wetter nach dem Büro und vor dem Biergarten echt nichts Schöneres vorstellen. Person B antwortet: Und alle, die das nicht machen, sind in deinen Augen wohl faul. Wie? Person A reagiert: Natürlich nicht. Ich habe ja nur geschrieben, dass ich es wichtig finde, etwas für sich zu tun. Soll ja jeder selber entscheiden. Person B: Das ist aber großzügig von dir. Denkst du auch mal an die, die kleine Kinder zu Hause haben oder einfach länger arbeiten müssen? Person A antwortet wieder: Komm mal wieder runter. So war das nicht gemeint. Aber vielleicht würde das Laufen Leuten auch mal gut tun, die so schnell auf der Palme sind. Smiley. Person B reagiert wieder: Echt jetzt? Weißt du, wann ich gestern aus dem Büro gekommen bin? Und dann dieser Fitness-Terror noch überall. Person A: Terror ist ja wohl hier gar nicht. Insgesamt würde aber sicher mehr Sport positiv sein. Person B antwortet: Wann soll ich denn sowas noch machen? Auf solche Ideen können echt nur Leute mit einem lauen Job kommen. In der Kommunikation in sozialen Netzwerken entstehen Missverständnisse viel schneller als in der realen Welt. Und sie sind viel schwieriger aus der Welt zu schaffen. Oft sind es nur kleine Missverständnisse, die große Eskalationen auslösen, hin über persönliche Angriffe oder Abwertungen. Das kann viel schneller gehen, als man gedacht hat. Gucken wir uns an diesem Beispiel an, wie aus einem harmlosen Post über Sport etwas geworden ist, wo sich zwei Frauen fast an die verbale Gurgel gegangen sind. Gucken wir uns an, was sie sich jeweils dabei gedacht haben, als sie schrieben. Ich war heute das erste Mal nach längerer Zeit wieder joggen und es war einfach super. Ich kann mir bei dem Wetter nach Büro und vor dem Biergarten wirklich nichts Schöneres vorstellen. Abschicken. Das war wirklich klasse heute. Ich hoffe, viele Kollegen und Freunde sehen das, liken das und vielleicht kommt der eine oder andere ja auch das nächste Mal mit. Und alle, die das nicht machen, sind in deinen Augen wohl faul. Wie? Abschicken. Die schon wieder. Miss Supersport ohne Verpflichtung will mal wieder die Welt missionieren. In ihren Augen ist ja jeder, der nicht den ganzen Tag um den See hüpft, nichts wert. Und zu tun hat die wohl auch ziemlich wenig. Ich glaube, da frage ich mal ganz genau nach. Natürlich nicht. Ich habe ja nur geschrieben, dass ich es wichtig finde, etwas für sich zu tun. Soll ja jeder selbst entscheiden. Abschicken. Meine Güte, was soll denn sowas? Von Faulheit habe ich doch überhaupt nichts geschrieben, aber mich gleich anpumpen. Ich versuche das mal irgendwie klarzustellen. Das ist aber großzügig von dir. Denkst du auch mal an die, die kleine Kinder zu Hause haben oder einfach länger arbeiten müssen? Abschicken. Klar findet sie das wichtig. Nur die Frage ist, ob sie sich wirklich vorstellen kann, dass es auch Leute gibt, die es nicht so gut haben wie sie. Das will ich doch nochmal deutlich machen. Komm mal wieder runter, so war das nicht gemeint. Aber vielleicht würde das Laufen Leuten auch mal gut tun, die so schnell auf der Palme sind. Smiley, abschicken. Jetzt bin ich aber schon langsam sauer. Was soll denn diese doofe Anspielung? Naja, mal gucken, ob ich das irgendwie gerade rücken kann. Ich glaube, mit dem Smiley wird sie merken, dass ich das gar nicht so böse gemeint habe. Echt jetzt? Weißt du, wann ich gestern aus dem Büro gekommen bin? Und dann dieser Fitness-Terror noch überall. Ausrufezeichen, abschicken. Palme, die spinnt wohl. Nur weil sie den ganzen Tag rumsitzt, heißt das ja nicht, dass andere das auch so tun. Sie sieht wohl nur sich und für andere interessiert sie sich nicht. Solche Zwiegespräche können ewig so weitergehen. Der eine wird auf dem falschen Fuß erwischt, der andere reagiert etwas zu scharf, der eine antwortet wieder und wird ein bisschen pumpig, der andere muss sich wieder verteidigen. So schaukelt sich das immer weiter hoch und man findet überhaupt keinen Weg aus so einer Nummer heraus. Wir haben 5 Tipps für euch, wie man mit solchen Situationen umgehen kann. Erster Tipp: Offline aufregen. Im Internet Stimmungen zu kommunizieren ist wahnsinnig schwierig. Und wenn man selber aufgeregt ist, schreibt man auch viele Sachen, die man nachher bereut. Deswegen an dieser Situation Finger weg von der Tastatur, sich jemanden im realen Leben greifen, sich mal richtig aufregen und später an den Rechner zurückkehren. Online aufregen ist fast immer schlecht. Nicht gegen Stimmungen argumentieren ist der zweite Tipp. Wenn jemand richtig angefressen ist, hilft es überhaupt nichts, ihm Fakten um die Ohren zu hauen. Das wirkt meistens überhaupt nicht. Also nicht versuchen, an so einer Stelle recht zu haben, sondern erstmal wieder die Gesprächsatmosphäre herzustellen. Dritter Tipp: Es gut sein lassen. Man muss nicht jede Antwort nochmal beantworten oder auf jeden Post reagieren. Es ist auch völlig in Ordnung, mal was so stehen zu lassen. Das versendet sich und nach ein paar Tagen ist es eh vergessen.
Im Übrigen sind auch diese Zweierdialoge, die sich hochschaukeln, für alle anderen Leser und Nutzer total unangenehm. Deswegen beenden, möglichst früh. Vierter Tipp, Aufklärung nur da, wo es wirklich notwendig ist. Kleinere Ungenauigkeiten muss man nicht krampfhaft aufklären und gerade rücken und nochmal belegen und beweisen. Das ist nicht notwendig. Wehrt euch nur da, wo es wirklich wichtig ist, wo ihr zum Beispiel in eurer politischen Grundüberzeugung angegriffen werdet. Und alles andere darf auch mal einfach so stehen bleiben. Fünfter Tipp, Schärfe rausnehmen. Ab und zu mal die Anmerkung machen, man könne ja vielleicht falsch verstanden worden sein. Das kann Wunder wirken. Damit kann nämlich auch der Gegenüber gesichtswahrend aus der Nummer rauskommen und sagen, okay, ist bei mir falsch angekommen, wir können jetzt auf einer anderen Ebene weiter diskutieren. Insgesamt ist es wichtig, alles mal wieder abzukühlen im Internet, sich vielleicht mal ein bisschen zurückzunehmen, ein bisschen Zeit verstreichen zu lassen. Vieles regelt sich einfach von selbst.